LG will es euch leichter machen, unterwegs längere Texte zu schreiben. Dazu gibt es diese schöne Bluetooth-Tastatur, die sich praktisch zusammenlegen lässt. Hallo, hier ist Jan von Curved auf der IFA bei LG am Stand. In meiner Hand die LG Wally, eine neue Bluetooth-Tastatur für Tablets, für Smartphones, für unterwegs zu mitnehmen. Kommt einfach mal ran, dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Das ist hier ausgeklappt. LG hat sich das Ganze natürlich für unterwegs ein bisschen was gedacht. Ihr könnt sie praktisch zusammenklappen, einrollen und so nimmt sie nicht viel Platz weg, lässt sich bequem mit transportieren. Die Sicherung stört jetzt ein wenig. Sonst, wenn ihr sie braucht, schnell aufklappen. Das Ganze ist magnetisch gesichert, geht also auch nicht aus Versehen auf. Hinstellen. Das Ganze verbindet sich für Bluetooth mit dem Tablet oder mit dem Smartphone. So jetzt schreiben wäre ein bisschen blöd, deswegen sind hier zwei Halterungen eingebaut, in die ihr dann zum Beispiel ein Tablet einfügen könnt. Das hält er dann. Oder auch ein Smartphone, das passt hier genauso gut rein, wenn es dann groß genug ist, aber das sind die meisten ja. Ich nehme mal wieder das Tablet, weil das, denke ich, wenn man lange Texte schreibt, ist ein großes Display besser als ein kleines Display. Hier ist das Word vorinstalliert. Dafür nehmen wir mal ein neues Dokument. Ich habe es eben schon mal ein bisschen auf der Tastatur geschrieben und ich musste feststellen, die Tastaturbelegung ist komplett anders, als man es gewohnt ist von einer Computertastatur. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich hier eine englische Tastatur habe, wo X und Y vertauscht sind, sondern auch, dass zum Beispiel die Cursor-Tasten hier direkt links und rechts nebeneinander liegen und die Runtertaste, nicht wie ich es gewohnt bin, nach unten geht. Das, was auch irritiert, sind ein bisschen die Tasten hier außen, wo ich immer gerne drauf tippen will, die haben aber überhaupt keine Funktion. So, aber wenn man ein bisschen trainiert, ein bisschen übt, dann kann man mit der Tastatur durchaus schreiben, aber es erfordert wirklich ein bisschen Übung. Die Idee ist gut, aber ich glaube, wenn man echt sich die Zeit nimmt, die Muße nimmt, damit zu üben, dann kann man unterwegs auf dem Tablet auch vernünftig schreiben und tippen. LGs Bluetooth-Tastatur Rolli ist eine schöne Idee, gut gemacht, lässt sich bequem mitnehmen. Einziger Nachteil, den ich jetzt sehe, man muss echt üben und trainieren, bis man auf dieser Tastatur gut schreiben kann. Wenn ihr noch mehr Hands-on-Videos sehen wollt, mehr von Curved wissen wollt, abonniert unseren Kanal, liked dieses Video, schaut vorbei. Wir sehen uns. Tschüss.